Jetzt geht es darum, eine Entscheidung zu treffen. Und wir haben beraten, wir haben sehr viele Wortmeldungen gehabt. Ich glaube, über 40 an der Zahl. Es gab eine breite Aussprache im Präsidium und im Bundesvorstand, also von den Ministerpräsidenten, die Vertreter der Kommunalpolitik, der einzelnen Vereinigungen, also der Vertreter verschiedener soziologischer Gruppen, der Jüngeren und der Älteren, der Frauen, der Senioren, der Mittelständler, aber auch der Arbeitnehmer. Und das Meinungsbild im Präsidium als auch im Bundesvorstand ist eindeutig. Es gibt eine breite Unterstützung für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten von CDU und CSU.